Okay, Leute, was geht bei euch? Gestern ist ja nicht nur die neue Karte Operation Underground bei Battlefield 5 mit ins Spiel gekommen, sondern es gab auch eine neue Waffe, und zwar das Matzen-MG. Und ich denke, jeder von euch, der auch nur ein bisschen Underground gespielt hat, der wird sich das Ding schon nebenbei freigeschaltet haben. Denn alles, was man dafür tun muss, ist ein bisschen Underground spielen. Erstmal eine Runde, da muss man 2000 Punkte durch Wiederbeleben heilen oder versorgen machen. Danach 3500 Punkte Schaden verursachen, dann 10 Gegner eliminieren und zu guter Letzt 20.000 Punkte auf Operation Underground machen. Also das ist wirklich eine Sache, da spielt man irgendwie 3, 4, 5 maximal Runden. Und dann hat man das Ding. Dementsprechend denke ich mal, jeder von euch hat sich das Teil, auch wenn er nur ein bisschen gespielt hat, nebenbei freigeschaltet. Das Matzen-MG ist eine Waffe, die sich von allen anderen Waffen in Battlefield 5 unterscheidet. Denn bei Battlefield 5 ist es so, dass jede Dauerfeuerwaffe, egal ob LMGs, MMGs, Sturmgewehre oder SMGs, jede Dauerfeuerwaffe macht 25 Schaden im Nahkampf. Und das Matzen-MG ist die erste Dauerfeuerwaffe, die nicht diese 25 Schaden im Nahkampf macht. Das Ding macht nur 22. Und das heißt so viel, dass das Matzen-MG die einzige Dauerfeuerwaffe im Spiel ist, die im Nahkampf 5 Schuss für einen Gegner braucht, statt 4 Schuss. Und das ist halt ein enormer Nachteil, vor allem dazu kommt ja auch noch die geringe Feuerrate, die liegt bei dem Teil nämlich nur bei 514. Eine saulangsame Feuerrate plus der super geringe Schaden im Nahkampf, ist es wirklich einfach frustrierend, damit auch nur ein bisschen aggressiv zu spielen, weil man merkt es halt einfach sofort, es gibt so viele Fights, die man nur dadurch verliert, weil man eben das Matzen spielt und auch allgemein geht man mit viel weniger HP aus den Zweikämpfen im Nahkampf raus. Dementsprechend hart ausgedrückt, im Nahkampf ist das Teil wirklich Müll. Aber Leute, das Gute ist, wo Nachteile sind, sind auch Vorteile. Und der große Vorteil beim Matzen ist sozusagen komplett umgedreht. Nicht der Nahkampf, sondern die Distanz. Bei allen anderen LMGs und MMGs ist es so, dass ab 50 Meter der Schaden so weit abfällt, dass man 6 Schuss für einen Gegner braucht. Der fällt also unter 20. Und das ist beim Matzen nicht so. Egal wie weit weg der Gegner ist, man braucht 5 Schuss. Und das ist hier der große Vorteil. Im Nahkampf der Nachteil, dass man einen Schuss mehr braucht. Und auf Distanz der Vorteil, dass man einen Schuss weniger braucht. Und das in Kombination mit der doch recht guten Präzision. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es an die Brenngun rankommt, aber es ist ein LMG. Man hat auch die Möglichkeit, das Fiber natürlich aufzustellen, was man dann doch auch häufig in Anspruch nehmen kann, weil man halt eben ein bisschen weiter weg vom Geschehen ist. Wobei man jetzt auch nicht sagen sollte, dass man die Waffe auch nur auf Distanz spielen sollte, denn klar, ab 50 Meter ist sie richtig gut, da entfaltet sie ihr Potenzial, aber das Teil ist halt auch wirklich nur im Nahkampf richtig kacke und Nahkampf heißt 0 bis 10 Meter. Von 0 bis 10 Meter ist das Matzen kacke, von 10 bis 50 Meter ist das Matzen okay und von 50 bis unendlich Meter ist das Matzen richtig gut. So kann man sich das vorstellen, weil bei den anderen Waffen ist es so, dass sie diese 4 Schuss für einen Gegner auch nur von 0 bis 10 Meter machen. Danach brauchen sie auch 5 Schuss und ab 50 Meter dann halt eben 6 Schuss, wo das Matzen dann nur 5 Schuss braucht. Ich hoffe, das ist ganz gut verständlich rübergekommen. Leute, das Matzen hat aber noch einen Vorteil und den sehen wir in den Spezialisierungen, an den Upgrades, die wir auf die Waffen raufpacken können. Und zwar neben den ganzen Standard-Upgrades, Präzision verbessern, Rückschuss verbessern und so weiter, gibt es auch ein Munitions-Upgrade bzw. ein Magazin-Upgrade, wo das Matzen denn ein 40er-Magazin bekommt. Und das hier nochmal ein kleiner Vorteil gegenüber den anderen Waffen beim Versorger, die so ähnlich aufgebaut sind, die anderen LMGs wie der Brenngun oder auch dem LS26. Denn die haben kein 40er-Magazin. Leute, das ist das Matzen-MG, eine wirklich solide neue Waffe für die Versorgerklasse, ein solides neues LMG, womit man aber leider ein bisschen auf Distanz bleiben muss und das wird im Battlefield 5 sowieso schon so krass und intensiv getan. Dementsprechend, ich bin halt nicht so, ich denke, ihr wisst auch, ich muss es nicht jedes Mal sagen, aber ich bin nicht so der Mega-Fan von solchen Waffen. Ich bin der Fan von Waffen, womit man reingeht und an die Flagge geht und Kills macht und da nicht in den Nachteil kommt, wenn man da was Bestimmtes spielt. Das sollte eigentlich belohnt werden, wenn man reingeht und sein Leben riskiert, um die Flagge oder was auch immer zu bekommen. Dementsprechend, Leute, ich denke, ihr wisst, wie es läuft. Meiner Meinung nach sollte das mehr belohnt werden und da sollte ein bisschen mehr Fokus drauf gelegt werden. Aber Leute, dafür kann das Matzen-MG nichts, dafür kann die Waffe nichts. Es ist ein solides Teil für Leute, die so einen Spielstil gerne spielen, die ein bisschen ruhiger spielen wollen, ein bisschen auf Distanz bleiben wollen und sich aus den direkten Nahkämpfen fernhalten möchten. Leute, was haltet ihr von der Waffe? Habt ihr sie schon gespielt? Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Wenn ihr keine weiteren Battlefield 5 Videos verpassen möchtet, lasst gerne ein Abo da. Vielen Dank dafür. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr dem Video auch noch einen dicken Daumen nach oben, ein Like geben. Auch vielen Dank dafür und tschüss.